Mir geht es heute um den Social Media Newsroom. Ein Angebot, das wir seit circa ein Dreivierteljahr bei der Stadt Frankfurt eingeführt haben. Mein Name ist Daniel Grebe. Ich arbeite im Amt für Kommunikation und Stadtmarketing. Ich mache den Job als Social Media Redakteur jetzt mittlerweile seit 4 Jahren. Damals begonnen noch im Presse- und Informationsamt. Das Presseinformationsamt ist jetzt auch in das Amt für Kommunikation und Stadtmarketing übergegangen. Das heißt, wir befinden uns gerade in Umorganisationsprozessen, in Neufindung. Und mein Bereich Social Media ist davon noch nicht so sehr betroffen gewesen. Von daher mal ein kurzer Einblick in das, was wir aktuell anbieten, was wir machen. Wir haben natürlich, der eine oder andere hat vielleicht auch mal einen Berührungspunkt damit gehabt, unsere Facebook-Seite. Ich werde jetzt nicht auf alle Bullet Points rechts eingehen, aber halt schon versuchen, kurz zu erläutern, dass Facebook von uns vor allen Dingen daher genutzt wird, dass wir versuchen, dort eine Erlebniswelt zu schaffen. Wir arbeiten dort sehr stark mit Bilderwelten. Wir wollen versuchen, das Image der Stadt Frankfurt zu verkaufen. Wir wollen natürlich auch das Image der Stadtverwaltung verbessern durch eine Nahbarkeit, niedrigschwellige Kommunikation. Insgesamt folgen uns dort derzeit 206.000 Fans. Reichweite pro Post, um mal eine Zahl zu nennen, liegt bei 35.000 im Durchschnitt. Twitter hingegen ist für uns ein Angebot, das wir sehr serviceorientiert nutzen. Da gehen die schnellen Nachrichten drüber, schnelle Pressemitteilungen, auch niedrigschwelliger Bürgerservice. Viele verschiedene Fragen erreichen uns da täglich, die wir auch gerne und schnell beantworten. Derzeit haben wir circa einen Stamm von 150.000 Followern auf Twitter. Ist eigentlich auch mein persönliches Lieblingstool. YouTube darf auch nicht unerwähnt bleiben. Natürlich auch dort viel Imagearbeit für die Stadt Frankfurt, auch für die Stadtgesellschaft Frankfurt. Also es geht nicht nur darum, die Stadtverwaltung zu zeigen, sondern vor allen Dingen auch die Stadtgesellschaft. Und derzeit haben wir dort einen Abonnentenkreis von 1.550 Abonnenten. Das aber nur ganz schnell zum kleinen Einstieg, weil ich am 13. März und bitte die Moderatoren, falls ich da irgendwas falsch wiedergebe, auch nochmal hier sein darf, hier sein kann, nämlich dann, wenn der Webmontag den Auftakt bildet für die Web Week. Worum es jetzt gehen soll, ist, wie gesagt, der Social Media Newsroom. Hier mal ein schneller Screenshot. Ansonsten muss mir der Sepp bitte gleich dabei helfen, dass wir mal umschalten, um live in den Newsroom reinzugehen. Währenddessen kann ich vielleicht auch noch mal sagen, dass natürlich neben dieser externen Darstellung der Stadt Frankfurt auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube, wo wir eben gerade kurz ein paar Screenshots gesehen haben, neben dieser externen Kommunikation natürlich auch sehr viel Arbeit in die interne Kommunikation bei uns fließt, weil man schon ehrlicherweise sagen muss, bitte, die Folien sind durch, ja. Weil man natürlich schon ehrlicherweise sagen muss, dass wir neben der externen Kommunikation auch sehr viel intern über das Thema Social Media aufklären müssen. Das heißt, meine Arbeitszeit geht zu, denke ich, fast 50% auch in den Bereich hinein, dass wir die verschiedenen Ämter, wir haben knapp 80 Ämter bei der Stadt Frankfurt oder auch Museen dabei beraten, wie sie ihre eigene Social Media Arbeit aufziehen sollen, aufziehen können. Und dass ich das, na, jetzt habe ich keine Verbindung. Sepp, kommst du nochmal her, bitte? Ja, hast du vergessen? Dieses Internet. Kriegen wir hin. Okay, da sind wir jetzt. Danke dir. Ja, also wie gesagt, wir sind sehr dezentral aufgestellt bei der Stadt Frankfurt. Es gibt sehr viele verschiedene Ämter, natürlich auch die städtischen Museen und auch die sind alle sehr aktiv in Social Media. Mein Part ist neben der externen Kommunikation auch der, dass ich den Kollegen zur Verfügung stehe und hier und da aushelfe, berate, wie Social Media am besten aufgezogen werden soll. Und wir haben dann
vor einem Dreivierteljahr uns auch dafür entschieden, mal das Ganze, was da an Kommunikationsfülle anfällt, abzubilden in einem Online-Aggregat. Und nichts anderes ist dieser Social Media Newsroom. Es ist ein einfaches, aber ich denke sehr effizientes Tool. Wir haben seit heute auch ein Update gefahren. Das heißt, wir haben jetzt, links kann man das sehen, eine neue Rubrizierung, die thematisch ist. Bislang war die sehr strukturell. Wir hatten als Rubrikeinträge Ämter und Betriebe oder Museen. Inzwischen können wir, weil die Zahl der Social Media Accounts bei der Stadt Frankfurt doch sehr stark gestiegen ist, eben auf eine themenorientierte Rubrizierung umschalten. Das können wir jetzt einfach mal machen, wenn man zum Beispiel einfach mal sehen möchte, was jetzt zentral. Na, das geht alles nicht so, wie es sein soll. Na doch, jetzt hat es nochmal extra aufgemacht. Muss es halt so funktionieren. Aber wenn wir jetzt. Okay. Okay. Hätten wir vorher besser testen sollen, jetzt funktioniert es. Also hier kann man jetzt sehen, was wir im Laufe der letzten Tage auf den zentralstädtischen Social-Media-Kanälen, die ich betreue, gepostet haben. Man kann aber auch dann eben entsprechend weiter runterbrechen in die verschiedenen Kategorien. Als wir den Newsroom vor einem Dreivierteljahr aufgesetzt haben, waren es ca. 70 verschiedene städtische Angebote im Social-Media-Bereich. Inzwischen in einem Dreivierteljahr sind noch 20 weitere hinzugekommen, sodass inzwischen der Newsroom eben sich die APIs von 90 verschiedenen Accounts zieht. Neu dazugekommen ist unter anderem die FAS, die man hier im Bereich Ordnung und Sicherheit finden wird, oder auch im Bereich Klima, Energie und Umwelt, die Manova. Und was für mich damals auch, als wir das neu aufgesetzt haben, wirklich interessant war, obwohl ich ja auch schon viel Kontakt hatte zu den verschiedenen Kollegen, ist, dass da doch eine riesen Themenfülle drinsteckt und auch wirklich gut aufbereitete Inhalte. Ich denke, daran zeigt sich auch, dass Social Media in vielen Bereichen bei der Stadt, auch wenn ich manchmal das Gegenteil hier und da erlebe, aber doch recht gut angekommen ist. Der Newsroom, das kann man hier unten sehen, zieht sich die Beiträge auf Facebook, Twitter, YouTube, seit neuestem auch Instagram. Das war ein bisschen schwierig, die API-Anbindung hinzubekommen. Man muss aber auch dazu sagen, dass Instagram ehrlicherweise auch erst in den letzten halben Jahr für Kollegen relevant geworden ist. Die Museen natürlich nutzen sowas schon sehr fleißig. Das Jüdische Museum auch jetzt seit kurzem sehr aktiv auf nicht nur Instagram, sondern generell im Bereich Social Media. Was wir jetzt auch im Augenblick so ein bisschen ausprobieren, ist, dass wir den Newsroom ein bisschen öffnen wollen. Wir wollen nicht nur das abbilden, was in der Stadtverwaltung selbst kommuniziert wird, sondern darüber hinaus auch das, was für den User noch einen zusätzlichen Mehrwert abbildet. Deswegen zum Beispiel auch im Bereich Ordnung und Sicherheit neben dem, was die Feuerwehr selbst als städtisches Organisation macht, natürlich auch haben wir inzwischen die Landespolizei mit ins Boot geholt. Ich habe mal am Freitag so ein bisschen geguckt. Ein Freitag ist nicht ganz repräsentativ, weil natürlich auch noch einige Kolleginnen und Kollegen im Urlaub sind. Aber es ist schon so, dass am Tag, an diesem Freitag 60 Beiträge dort eingelaufen sind. Und ich denke, dass das bis zu 100 am Tag sein werden, sobald wieder alle Teilredaktionen, sage ich mal, die Fahrt voll aufgenommen haben. Technisch kann man vielleicht noch sagen, dass das Ganze in Echtzeit abgebildet wird. Das Ganze ist auch responsiv. Also wenn ihr einfach mal eure Handys öffnet, die Domain smnr-frankfurt dort aufruft, werdet ihr sehen, dass es auch sehr komfortabel bedienbar ist, schön zu nutzen. Vielleicht hat der eine oder andere auch Lust, das häufiger zu nutzen und macht sich mal einen Bookmark auf seinem Smartphone. Würde mich freuen. Ansonsten haben wir auch für uns, für interne Zwecke, eine Wall-Funktion mit eingebaut. Das heißt, wenn Kolleginnen und Kollegen Veranstaltungen haben, denken wir mal nach den Museen, städtischer Klassiker, dann können wir auch bestimmte Hashtags für Twitter, Instagram, auf Facebook, wissen vielleicht einige, es ist sehr schwierig mit Hashtags zu arbeiten, die abzubilden, zuverlässig. Ich habe es mal für den Webmontag gemacht. Da haben wir jetzt wahrscheinlich weniger Instagram, doch einige Instagram-Beiträge sind schon drin, aber so funktioniert das Ganze. Das ist für uns ganz gut, anstatt selbst eine Social Media Wall auch in der Hand zu haben, über die wir selbst verfügen und was auch auf unseren eigenen Servern eben stattfindet.
es ist für uns Social-Media-Schaffende bei der Stadt, denke ich, auch ein sehr spannendes Tool, weil wir uns darüber auch ganz gut vernetzen können. Ich habe erwähnt, die Öffentlichkeitsarbeiten der Stadt Frankfurt ist häufig dezentral. Das heißt, sie findet in den eigenen Ämtern, in den einzelnen Museen statt. Und wenn man so eine Plattform hat, so ein Aggregat, dann schaffen wir neue Anhaltspunkte füreinander. Also Kollegen im Bereich Social Media tauschen sich, denke ich, schon sehr eng aus miteinander. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir immer genau wissen, was denn gerade wo, auf welchem Kanal von wem gepostet wird. Wir können uns besser vernetzen über den Newsroom. Wir erfahren, was gerade aktuell ist, können das aufgreifen und dann teilen, zu unserem eigenen Content quasi machen. Und ich habe es erwähnt, natürlich gibt es auch Bereiche, Personen, Kollegen, denen Social Media nicht so nahe liegt, die sich vielleicht auch noch ein bisschen dagegen wehren und die vielleicht auch gar nicht wirklich umreißen und verstanden haben, was da schon für einen Druck auch bei der Stadt inzwischen drin ist, über diesen Weg zu kommunizieren. Und auch um bei diesen Kollegen Überzeugungsarbeit zu leisten, hat der Newsroom sich schon bewährt, weil sie einfach einen Einblick bekommen haben, den sie so nicht bekommen würden. Das sind häufig Kollegen, auch in Entscheiderpositionen, die selbst nicht unbedingt auf Facebook oder Twitter aktiv sind, aber auf die Art und Weise, dadurch, dass es ja ein Abbild ist, die Möglichkeit bekommen, einfach mal zu erfahren, was da schon alles passiert. Genau. Im Großen und Ganzen habe ich, glaube ich, jetzt alles das gesagt, was ich sagen wollte. Wenn ihr Fragen habt, gerne direkt. Ich bin noch ein bisschen da, entweder direkt jetzt hier auf der Bühne oder im Anschluss dann in der Pause. Sehr gerne, ich freue mich drauf. Danke. Ja, wunderbar. Daniel, vielen Dank. Das mit dem Hashtag ist echt neu, ne? Das habt ihr jetzt in der letzten Zeit erst eingeführt, ne? Das ist deins? Das ist deins. Du hast das Große. Den Hashtag-Scream oder die Social-Media-Wall, wenn man so sagen will, die war von Anfang an schon mit dabei. Okay. Ja. Generell ist es ein sehr schlankes Tool, wie ich finde. Auch schlank, was die Kosten angeht. Ich denke, das kann man ja auch transparent und offen sagen. Beim ersten Launch haben wir 2.500 Euro dafür ausgegeben. Was? Ja, natürlich muss man immer noch ein bisschen gucken, die APIs ändern sich laufend, wir hatten jetzt mit Twitter eine API-Änderung, da waren alle Bilder dann draußen, ohne Bilder lebt so ein Tool halt nicht so wirklich schön oder ist nicht so schön anzugucken, wird deswegen auch nicht so lebendig. Da muss man immer wieder mal Anpassungen machen und wir haben auch noch die eine oder andere Idee, zusätzliche Funktionalitäten dem Ganzen hinzuzufügen, von daher kommt da vielleicht noch ein bisschen was dazu. Okay, cool. Gibt es noch irgendwelche Fragen hier? Eine Frage. Der Roland, die schnellste Maus vom Webmontag. Ja. Hi. Hi. Ganz kurze Frage. Was habt ihr denn für Nutzerzahlen aktuell auf dem Tool? Gute Frage. Lass mich kurz überlegen. Ich könnte auch schnell in unser Pivik-Tool reinschauen. Aber monatlich sind es 1200 Zugriffe. Das kann gerne noch mehr werden. Da sind natürlich dann auch die Zugriffe intern mit dabei. Also bei mir geht da ja jedes Mal auf, wenn ich einen Browser öffne. Und ich klicke mich da auch regelmäßig durch und das gilt auch für einige Kollegen. Aber wie gesagt, ich bin ja auch hier, um das Ganze bekannter zu machen, weil ich hoffe und denke, dass da tatsächlich auch ein kleiner Mehrwert drin steckt. Also ich selbst habe am Wochenende, na gut, ich gucke ja immer wieder rein, aber am Wochenende auch für mich wieder was gefunden, wo ich dachte, ja, da gehe ich einfach mal hin, weil es das Angebot gestimmt hat. Und gerade, ich glaube, gerade der Bereich Kultur, da passiert einfach so wahnsinnig viel in der städtischen Museumslandschaft Frankfurt. Und wie gesagt, wir werden es wahrscheinlich auch noch erweitern mit Städelmuseum Senckenberg. Für Kulturinteressierte ist das bestimmt sehr interessant, genauso wie man im Bereich Ordnung und Sicherheit einen guten Einblick bekommen kann. Wir wissen, glaube ich, fast alle, dass die Polizei Frankfurt eine tolle Social-Media-Arbeit macht. Auch das bildet sich hier ab, zusammen mit der Feuerwehr. Das Ganze entwickelt sich noch ein bisschen, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden damit und denke, das ist auf einem guten Weg. Wunderbar. Noch eine weitere Frage, oder? Nö, dann würde ich sagen, war es das. Daniel, vielen Dank dafür. Danke euch und sorry für die technischen Probleme.